gibt es 5 Veränderungen. Trainer Mucicato hat ja auch gesagt, die sind wohl alle ziemlich platt. Deswegen mischt er Ornhafen stammend. Und er hat dieser Tage gesagt, ja, man merkt schon, die Mannschaft ist mental und auch ein Stück weit physisch platt. Aber sie werden hier nochmal alles reinwerfen in dieses letzte Spiel. Hier gibt es das Foul von Sontheimer. Schiedsrichter stand direkt daneben und hat das aus meiner Sicht richtig entschieden. Da kommt gegnerisches Tor. Das zum Beispiel war gegen Eintracht Braunschweig. Anderes Spiel, völlig andere Konstellation und es sah auch anders aus. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für die Kölner Viktoria, dass sie da gut angefangen haben, am Ende verloren haben. Aber eher nicht. Sein Stärkerer ist der Rechter, der Abschluss eben mit links. Dafür auch gut gelungen. Das ist aber ein bisschen der Stil von Viktoria Berlin. Immer wieder nach vorne zu spielen. Kubala. Nach 7 Jahren. Tja, Schuh aus hier, Kubala. Wenn man halt so eng dran klebt, kann das schon mal passieren. Aber auch das für mich jetzt kein gelbwürdiges Foul oder nee. So. Ja, für Viktoria Köln wird es jetzt auf jeden Fall wichtig sein, am besten vor der Pause noch zurückzukommen. Aber jetzt nehmen wir die These mal andersrum. Die Berliner sind aber auch gut drin in den Zweikämpfen. Marseiller kriegt hier auch schon wieder früh in der eigenen Hälfte den Ball abgenommen, der jetzt hier verteidigen sollte. Das war wichtig aus Kölner Sicht, da zu klären. Wo sie alle ruhig geblieben sind, auch die Trainerfrage nie gestellt wurde und auch weiterhin im Leben kein Thema ist. Bei diesem Verein im Umfeld hier. Und dann haben sie die Kurve bekommen. Wochen der Aufwärtstrends. Viele gute Ergebnisse. Haben sich rausgearbeitet. Und jetzt wackelt es. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor dieser Pause eben. Es ist kein Elfmeter. Blutiges Verhalten des Berliners. Berliner Mannschaftsbus draußen steht. Ich habe das tatsächlich schon das erste Mal gelesen und bei Himmelblau muss ich immer an Chemnitz denken. Deshalb hat mich das ein bisschen erschrocken, dass das auf dem Bus auch steht.